Yeah. Detektiv Edgar, ich untersuch den Tatort mit einer Pfeife zwischen den Mundwinkeln und Handschuhen, um die Beweisstücke nicht zu beschädigen. Eine Lupe in der Hand, um alles genauer sehen zu können. So betrachte ich die Leiche und protokolliere eine weibliche Person, blond, vielleicht Anfang 40. Erdrosselt mit dem Kabel vom Telefon. Streifenwagen parken in der Straße, in der sie wohnt. Polizisten befragen die Nachbarn und suchen nach Fingerabdrücken, finden keinerlei Spuren. Keiner hat den Täter gesehen, keiner hat was gehört. Ich laufe durch das Treppenhaus der Wohnung, als ich dann bemerke, dass mir ein Typ folgt, gekleidet im schwarzen Jackett. Doch als ich mich umdrehe, ist er wieder weg. Ich steige in den Dienstwagen, fahre gerade zur Zentrale. Da sehe ich den Typen rennen auf der anderen Straßenseite. Detektiv Edgar, ich kläre jeden Mord auf. Der Typ ist ohne Zweifel der Täter, ich geb mein Wort drauf. Wer sitzt im Verhörzimmer? Handschellen an den Gelenken, Wasserglas, Kassetten, Rekorder, eine Schachtel Zigaretten. Auf dem Tisch in der Mitte vom Raum, wir sitzen uns gegenüber. Ich sehe die Angst in seinen Augen, die Stirn voller Schweißperlen. Er plädiert auf Unschuld, doch 12 Stunden später ist es mit meiner Geduld um. Ich drück die Zigarette auf seinen Brustkorb aus. Schmerzverzerrte Schreie erfüllen den dunklen Raum. Ich sag ihm, es sei besser, wenn er jetzt gesteht, weil der Richter vielleicht denkt, er habe die Schuld eingesehen. Mit Tränen in den Augen beichtet er dann seine Tat. Ich verlasse die Zentrale, laufe rüber zu meinem Wagen, fahr durch die Stadt bei Sonnenaufgang und suche mir die nächste blonde Frau, die ich erdrosseln kann.